Detektiv Conan ist einer der erfolgreichsten Anime und Manga mit jeweils mehr als 1000 veröffentlichten Folgen sowie Kapiteln und verbindet seit bald 29 Jahren unzählbare Mengen an Fans auf der ganzen Welt. Doch für mich ist Conan mehr als nur ein Meisterwerk der Manga-Industrie. Detektiv Conan hat mein Leben und vielleicht auch das von dem einen oder anderen unter euch stark beeinflusst, so sehr, dass ich für meinen Teil sagen kann, Detektiv Conan hat mein Leben verändert. Doch was meine ich damit? Wie genau hat Detektiv Conan mein Leben verändert? Heute möchte ich einfach mal ein wenig eintauchen in die Frage, was mir Detektiv Conan bedeutet, wie ich ein Fan dieser Serie und dann auch schlussendlich ein Conan-Tuber geworden bin und was für einen krassen Einfluss das Ganze dadurch auf mein Leben hatte. Deswegen heute mal ein etwas persönlicheres Video meinerseits mit meinen Erfahrungen rund um Conan, weshalb ich euch auch gerne einlade, eure Gedanken, Erlebnisse und sonstige Dinge, die ihr mit Conan für euch persönlich verbindet, in die Kommentare zu schreiben, sodass wir gemeinsam dieses geile Werk feiern und uns darüber austauschen können. Aber fangen wir zunächst einmal da an, wo alles für mich begonnen hat, wo ich das erste Mal mit Conan in Berührung gekommen bin. Mit meinen 22 Jahren habe ich das Glück, dass ich tatsächlich noch die letzten Jahre der goldenen RTL2-Ära miterleben durfte und gerade dank meinem großen Bruder dann doch auch unter anderem Detektiv Conan geschaut habe, obwohl die ein oder andere Folge, an der Stelle Stichwort Mumie im Wald, mich doch die ein oder andere schlaflose Nacht gekostet hat. Die erste Folge, die ich dabei übrigens gesehen habe, müsste Folge 17, Vier Verdächtige, ein Todesfall sein, die mich einfach direkt gecatcht hat. An der Stelle, was war eigentlich eure erste Folge, die ihr gesehen habt und war es auf RTL 2, Viva oder vielleicht sogar ProSieben Max? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Bei mir gab es auf jeden Fall nach den Zeiten auf Viva eine lange Abwesenheit, was Conan anging, bis ich dann 2017 bzw. vor allem 2018 komplett aufgeholt habe, bis zum aktuellsten Stand im Manga, wo damals der Polizisten-Serienmordfall war. Ihr wisst schon, das legendäre Telefonat zwischen Bourbon und Kuroda. Von da an habe ich dann den Manga Kapitel für Kapitel verfolgt, bis ich irgendwann auf einen YouTuber aufmerksam wurde, den ihr bestimmt alle kennt, Kaito Akai, aka Alex. An der Stelle Grüße gehen auch raus. Hier weiß ich noch, wie wir in einer großen Runde auf seinem damaligen Discord über Conan abgenerdet haben, bis am Ende nur noch drei Leute im Channel waren, nämlich zum einen Alex, Seth, natürlich auch an dich, liebe Grüße gehen raus, und eben meine Wenigkeit. Danach hat der nette Alex uns auch eingeladen, einen Podcast gemeinsam zu machen und hier nimmt die Geschichte meiner YouTube-Laufbahn dann auch seinen Lauf. Nach einigen für mich übrigens legendären Podcasts zu zweit oder zu dritt auf seinem Kanal und auch aufgrund des coolen Feedbacks und dem Spaß bei der ganzen Sache habe ich mich dann Anfang 2019 dazu entschieden, einen eigenen YouTube-Kanal zu erstellen und unter dem Namen Maxan eigene Videos zu Detektiv Conan rauszuhauen. Und genau hier sind wir jetzt, im Kapitel meines YouTube-Kanales, der für mich aber weit mehr ist als nur ein Kanal über Detektiv Conan oder ein Hobby. Mein Ziel war es von Anfang an, einen Anlaufpunkt für jeden Detektiv Conan-Fan zu schaffen und die deutschsprachige Community zu stärken, indem sich die verschiedensten Menschen über Conan, aber auch darüber hinaus austauschen und vernetzen können. Und genau hier kommt mein Community-Discord ins Spiel, den ich vor 3 Jahren gegründet habe, um meiner bzw. generell der deutschsprachigen Community abseits meines Kommentarbereiches einen Platz zu geben, um sich mit Gleichgesinnten austauschen zu können und vielleicht sogar neue Freunde zu finden, was, soweit ich das beurteilen kann, auch funktioniert hat bei dem einen oder anderen. Ich für mich kann persönlich sagen, dass ich durch Detektiv Conan tatsächlich einige Freunde finden konnte, mit denen ich teils über Discord und WhatsApp schreibe oder sogar mit einigen wenigen im realen Leben das ein oder andere Treffen hatte und dabei vielleicht auch die ein oder andere Bar unsicher gemacht habe, was ich einfach extrem cool finde, weil es eben zeigt, wie Menschen durch dieses Werk verbunden werden können, wie Detektiv Conan über das Medium hinaus das Leben von Menschen beeinflussen kann. Doch ist ja nicht nur die Aspekte
Projekte der Community bzw. Gemeinschaft, sondern auch einzelne Elemente aus Detektiv Conan selber, die mein Leben beeinflusst haben und weiterhin beeinflussen. Hier sind es für mich vor allem besondere und teils epische Zitate, wo Gosho uns Lesern eine Botschaft mitgeben möchte, doch hierzu könnte man noch ein eigenes Video machen bei all diesen Zitaten bzw. Beispielen. Darüber hinaus kickt die Nostalgie halt auch einfach immer wieder rein, wenn ich zum Beispiel Conan OSTs höre und die Kindheit dadurch wieder in mir auflebt. Gleiches passiert, wenn die Spoiler zu einem neuen Kapitel rauskommen und ich wie ein Sechsjähriger an die Decke springe, nur weil wir zum Beispiel rum in einem fetten Auto sehen, wie er durch die Straßen chauffiert wird, was einfach übertrieben geil ist. Detektiv Conan liefert mir in der Hinsicht Emotionen und Freude, die sonst nur One Piece in mir hervorrufen kann, und in einer gewissen Hinsicht bin ich dabei auch dankbar für diese Konstante in meinem Leben, die mich durch Höhen sowie Tiefen begleitet hat und dadurch mein Leben positiv beeinflusst. Ja, Freunde, ich weiß, heute nicht das spannendste Video mit fetter Conan-Action und krasser, spannender Musik, sondern mal ein persönlicheres mit mehr Background zu mir und meiner Wahrnehmung von Conan als Bestandteil meines Lebens. Wie zu Beginn angesprochen, könnt ihr gerne, und es würde mich auch sehr freuen, noch eure Gedanken, Erlebnisse und sonstige Dinge, die ihr mit Conan für euch persönlich verbindet, in die Kommentare schreiben, sodass wir uns gemeinsam darüber austauschen und die deutschsprachige Community weiter aufleben lassen können. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gefallen hat, bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao.